Herzlich willkommen zum Vlog von «Ein Tag Praktikant». Heute bin ich wieder ausgelernt worden als Praktikant bei den Elektrosonderer im wunderschönen Appenzell. Und ich schaue mir heute die Berufe vom Elektroinstallateur, Monteur und Servicemonteur genauer an. Wo gehen wir jetzt an, Severin? Jetzt gehen wir auf die Baustelle Swissbad Hönderi. Sehr gut. Let's go. Jetzt muss ich noch mal den Appenzeller Dialekt richtig lernen. Ja. Sünd willkommen. Ja, sünd willkommen. Habe ich schon richtig auf die erste Jahre. Perfekt. Genau, und das kürzeste ist Appenzellerwort, kennst du auch? Das kürzeste ist Appenzellerwort? Genau. Was heisst das? Ja, okay, ja, ist gut. Das kann alles bedeuten. Wie Aue? Nein, nein, viel kürzer. Das ist wie Aue, einfach viel kürzer. Jetzt wirklich? Ja, sicher. Hast du das jetzt natürlicherweise gesagt? Oder? Ja, das ist so. Das kürzeste ist Appenzellerwort. Jetzt gehen wir auf die Baustelle, wo die Sonderer gerade oben auf dem Dach Photovoltaik verleiht. Im wunderschönen Gunten beim Bären, wahrscheinlich der einzige Bären der Schweiz. Laufen wir hoffentlich schön so an den Stegen entlang aussen rum. Ja, ja. Da muss man sich sicher sein, wenn man macht. Jeder Schritt, den man tut, kann gefährlich sein. Das ist ja so, aber das packen wir Friedel, oder? Du bringst mich da sicher rauf. Ohne weiteres, ja. Das ist schön hier oben arbeiten, das muss ich wirklich sagen, Friedel. Während dem Arbeiten anhocken, aber das darf man sich schon mal geben, so eine Aussicht. Darf man das auch während eurem Job als Elektroinstallateur? Ja, ich sage jetzt mal, wenn du ein bisschen Gas gehst und so zu stehen, musst du mal ein bisschen durchschnaufen und dir auch klar werden, was du auch gemacht hast. Das ist so. Jetzt gibt es aber hoffentlich noch ein paar Photovoltaikplatten für mich zum Verlegen, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Hast du eine Offerte-Anfrage gemacht, oder was? Nein, ich meine, ich tue natürlich mithelfen zum Schaffen. Ja, natürlich, so meine ich. Schau, da ist schön vorbereitet gemacht. Hast du gerade rein und zusammenstimmt? Also. Okay. Länger geht's fast nicht. Okay, perfekt. Wow, krass. Was steht jetzt für eine Arbeit an bei dir? Platten montieren. Die Panels und nachher alle Blendplatten drauf. Weil hier zum Beispiel bei der Chemie, wir können die Glasplatten nicht gut ausschneiden. Die sind dann eh kaputt. Also, wenn wir uns die Platten anschauen. Hui! Das sind ja die einzelnen Zellen hier drin. Jawohl. Und wenn ich sie hier Löcher mache, dann ist die Platte kaputt. Ah, oh, schön. Dann füllen wir mit so Alucobon-Platten, die wir dann die Löcher ausfüllen. Oh, wow! Genau. Ja, gut, ja. Ran an die Arbeit. Ja, so. Hast du auch schon in höheren Höhen gearbeitet, Simon? Was heisst Höhen? Auf dem Kirchturm vielleicht oder so? Nein, lieber nicht. Nein, das ist so. Das stimmt. Das ist ungefähr bei den Standardhöhen, sind wir hier auf 6, 8 Meter ab, oder? Das geht. Ungefähr, ja. Und immer natürlich SUVA gemäss Gerüst rundherum, dann klappt das schon. Ah, ihr habt es gehört, SUVA gemäss. Sehr schön. Wow. Und das schon ist. Schon, das ist schon gewesen. Jetzt ist Solarpanel schon drin eigentlich. Das ist schon, man wird fittig ausgesehen. Da hat es wie im selben Haus dort hin. Ah, dort hin. Schönen Appenzeller-Dialekt haben die natürlich alle. Ja. Schon wie ein Fernseher. So. Super. Wenn die Anlage im Sommer bei Lufttemperatur über 28 Grad und die Sonne drauf scheint, wird so ein Panel gut und gehen nochmal 70 Grad warm. Also da könntest du dann im Sommer ein Ei drauf kochen. Könnt ihr das auch schon gemacht? Könnte man, würde ich nicht empfehlen. Aha. Seit wann machst du das jetzt schon, Simon? Das mache ich jetzt eben seit 2013, 2014. Schon 10 Jahre auf den Dächern vom Appenzell. Genau. Jetzt sind wir auf einer weiteren Baustelle mit dem Severin. Was hast du gerade zu tun? Ja, wir sind hier gerade die HV am Anschliessen. Da eigentlich Leitungen anhängt, dass wir noch Strom drauf geben können. Hey, das sind ja ewig viele Kabel, Severin. Wie kriegst du da den Überblick zwischen so vielen Kabeln? Ja, ich weiss alle auswendig. Nein, sind alle angeschrieben mit Zahlen, dass man Schema hat. Was machst du jetzt mit dem 853? Auf Klima 853 hängen. Wo ist die? Hier oben. Der Severin holt irgendetwas, aber also ich weiss nicht, wann, aber ich bin kurz vor dem Kurzschluss, oder? Simon und ich nennt man ja bei den Elektrosonderern nicht wirklich Simon, sondern Paradiesler. Aber wieso Paradiesler? Das ist mein Spitzname. Der kommt von dort, wo ich wohne. Dort ist das Paradies. Und dann ist dann halt naheliegend, dann sagt man halt Paradiesler. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Zu unserer Bude. Also jetzt fahren wir von Gunten. Über das Guntenbad auf Appenzell.
aus Gundenbad, aber nicht am Paradies vorbei. Wohl, ich zeig dir gerade, was es ist. Das Paradies? Bist du am Aufnehmen, oder was? Ja, wir sind aha, ja, Gott sei Dank. Eben, genau so wollen wir es. Genau so wollen wir es eben. Da habt ihr normalerweise immer so euer Feierabendsbier ein bisschen in diesem Ding. Was bespricht man da sonst am so? Tod Teufel. Also, also bin ich jetzt der einzige Zürcher da rundherum? Was sagen die Elektro-Jungs amix untereinander zum Anstoßen? Prost. Aha. Zum Wohl, Jungs. Prost. Zum Wohl, Jungs. Aufs Praktikantenleben. Zum Wohl. Danke dir vielmals fürs Zuschauen und wenn dir der Beruf gefallen hat. Ich bewerbe dich jetzt bei der Elektro-Sonar AG als Elektroinstallateur. Jawohl! Das ist gut, beim ersten Mal. Sehr geil. Sehr geil, Louis. Habt ihr euch jetzt austauscht, unten, Severin? Nein. Ah, da ist der Severin. Gut. Das heisst, ihr arbeitet immer zuerst im Dunkeln. Genau. Und nachher, wenn ihr das Licht verleiht habt, gibt es Licht. Genau. Also, sie bringen Licht ins Dunkle. Ich sehe gar nicht. Was meinst du, wie habe ich mich angestellt als Praktikant? Sehr gut bis jetzt. Würde ich einstellen. Oh, das aber nicht. Auch als Zürcher. Auch als Zürcher. Oh, perfekt. Da und da mit dem Profil, da, wo der Riss ist. Da. Wo? Da? Nein, da durch. Ah, da durch. Top. Wo ist der Bohrer? Super. Danke dir, Reif. Hey, aber der kommt ja gar nicht. Ja, egal. Also. A few moments later. Und auf einmal macht's. 2 hours later. Bin ich durch? Nein, noch nicht. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Das passt, meinst du? Für sie ist mal langes. Oh, perfekt, das höre ich oft. Was ist jetzt bei dir, Ueli, das geilste im Alltag im Lehrberuf? Mittag. Nein. Der Mittag. Was macht man am Mittag so bei den Elektrosonder? Das Mittagessen. Das ist einfach das Beste. Ja, Gefühl gut. Endmontage mache ich auch noch aber gerne. Vor allem, wenn es kalt ist. Dann bin ich halt einfach ein bisschen drinnen. Aha, okay, macht Sinn natürlich. Und wenn es warm ist, gehe ich auch gerne raus. Aber sonst bin ich halt lieber drinnen. Deine Zipfelmütze, ist die nur für Ausserroder? Ja, nein, eine Art nicht. Aber ich bin, glaube ich, der Einzige, der sie anhat. Aber ich habe sie nur eine Art zum Bärchen. Aber ich glaube, es gibt schon auch in den Roden, die sie anhat, aber da sieht man es schon ein bisschen weniger. Also bei den Jungen sicher, dürfte es mir jetzt. Was ich da mache? Ich tue jetzt Drohnen aufsetzen. Jetzt sind wir gerade beim Bären. Natürlich wieder am Solarpanels am Verlegen mit dem Paradiesler. Jetzt lassen wir den sich hier mal rundherum fliegen. Schauen, dass sie nicht reinfliegen natürlich. Weil das sind Solarpanels im Wert von 10'000, die jetzt hier verlegt werden. Ich bin so schlecht im Multitasking. Achtung! No! Nein, alles gut. So, Marco, jetzt hast du wieder das. Marco, was ist das Coolste daran, wenn man bei den Elektrosondern schafft? Ja, wir sind ein junges, dynamisches Team aus Appenzell. Wir bauen interessante Baustellen, Neubauten, landwirtschaftliche Gebäude. Wir machen von der modernsten Anlage bis zum Serviceauftrag halt alles querbeet in einer ländlichen, schönen Umgebung hier in Appenzell. Das war es mit dem ersten YouTube-Video von Praktikant für einen Tag bei den Elektrosonderer im wunderschönen Appenzell. Wenn euch das gefallen hat, ich freue mich sehr auf ein Feedback von euch. Und lasst doch ein Abo da und macht die Glocke an für weitere so Videos. We'll be right back.